Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, die Harry Potter Legacy Challenge. So. Wir hatten in der letzten Folge einen wunderschönen Kinderchor. Und ich glaube, unsere kleine Maus hier, die Saskia, werde ich zur Sängerin machen. Das wäre doch mal was, oder? Yibs. Lamprey? Lamprey? So, dann kannst du ja hier auch mal Winterfells Aufregung teilen. Alter, ist das dein fucking Ernst? Hör auf mit der Scheiße. Räum das auf. Ach, übrigens, brauchen wir noch ein Musikinstrument. Okay. Nein, ich brauche ein Musikinstrument. Hier. So. Yes. Dirty sleuth. Oh, full of epney. Beftager Shoy. Ja, genau. So. Hast du dich wieder beruhigt? Hast du nicht. No? Und wenn du hysterisch bist, willst du dann noch spielen? Du hast von Fore, hörst du doch. Der ist doch nicht mehr ganz rene, der Typ. Hier, du kannst erstmal auf Toilette gehen. Hier, wir sind schon zwei Sims deswegen gestorben. Naja, ein Sim. Der andere fast. Nein. Machst du noch etwas? Nee, hier, gucke, da, das kannst du erstmal bis zur Perfektion polieren. Was für eine Errungenschaft. Eva hat ein komplettes Buch geschrieben, das wird nur den Top geklickt. Das wird ja Zeit. So, Eva. Das heißt, wir veröffentlichen das Buch jetzt. Los geht's. Das neueste Buch von Eva. Verfolgen am Samstag um 19 Uhr in der nächsten Preisverleihung. Sie gewonnen hat. Ein aufgehender Stern. So, sehr schön. Nein, wir tun jetzt noch ein Gemälde malen. Ein klassisches Gemälde. Reicht zu. So, du weißt nichts mit dir anzufangen, hast du was? Na, willst du jetzt aufs Klo gehen oder willst du jetzt umgucken? Ist das euer Scheiß Ernst? Aber das Klo ist kaputt. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Junge. Ja.
Hey, Brona. Oh. Yes. Alle fünf Bildtypen am Tisch. Ach so. Hat doch auch nicht so zu viel. So, und dann tust du hier üben. So. Aufwischen. Teile plündern. Was will der? Drei Bücher zu Ende lesen. Ja, das können wir dann mal machen. Dann tun wir das mal putzen. Und dann tun wir hier wegwerfen. Swinke! Sarif! Yakala! Boy, bitch! Hallo! Ich hasse Sims 4. Don Lothario findet wegen eines Lachanfalls sein Ende. Na toll. Alter! Ist von uns gegangen, nachdem uns leidenschaftlich von seinen Eva-Taube umgestoßen. Na toll. Kann noch jemand flehen? Alter, du Arsch! Dämliche! So, gibt es denn hier einen Friedhof? Ich muss gucken. Ich muss gucken, ob es hier einen Friedhof gibt. Irgendwo muss es ja einen Friedhof geben. Hier nicht. Ja, auch nicht.
Oh ne, hier gleich gar nicht. Nein. Nein. Gibt's sowas wirklich überhaupt? Ich will den nicht immer zu Hause haben. Was? Registriert das Vampirversteck. Okay. So, das gibt's hier gar nicht, oder? Nicht wirklich. Ja, was machen wir denn da jetzt mit dem? Kann ich den einfach hier hinsetzen? Das geht? Ich will den nicht zu Hause haben. Tatsache. So. Tschüss dann. Witwe. Tschüss. Das wird schon wieder. Das Leben geht weiter. Irgendwie. So. Wadida. Oh, Smavadish. Ja. Bist du? Björn. Ja. Na gut, ihr Lieben. Ich muss ehrlich sagen, ich muss erstmal überlegen, wie ich jetzt weitermache. Denn das war eindeutig nicht geplant. Ich wünsche euch aber trotzdem, auch wenn die Folge sehr kurz jetzt ist, einen wunderschönen restlichen Tag und bis zur nächsten Folge von Die Sims 4, die Harry Potter Legacy Challenge. Bis dahin. Ciao.